In der Wüste des amerikanischen Südwestens schlüpfen in kleinen Tümpeln Schaufelfußkröten-Kaulquappen. Bis sie zur Kröte auswachsen, können sie nur im Wasser überleben. Doch die Tümpel trocknen schnell aus. Die Kaulquappen kämpfen gegen die Zeit, um erwachsen zu werden, bevor ihre Kinderstuben verschwinden. Einige von ihnen wachsen quasi über Nacht explosionsartig. Sie nutzen ihre spitzen Zähne und kräftigen Kaumuskeln, um kleinere Artgenossen zu verschlingen. Dank dieser Extraration entwickeln sie sich schneller und können den Tümpel verlassen, bevor er austrocknet. Die Schaufelfußkröte ist längst nicht das einzige Tier, das seine Artgenossen als normalen Teil des Lebenszyklus vertilgt. Diese Tiere tun das alle. Wen das überrascht, der ist nicht allein. Bis vor kurzem sah die Wissenschaft Kannibalismus als Ausnahmereaktion auf Verhungern oder extremen Stress an. Bekannte Kannibalen wie die Gottesanbeterin oder die Schwarze Witwe galten als bizarre Ausnahmen. Doch nun weiß man, dass sie mehr oder weniger die Regel sind. Auch wenn es kontraproduktiv erscheinen mag, dass Angehörige derselben Art einander fressen, kann genau das das Überleben einer Spezies sichern. Durch Reduzierung des Wettbewerbs, Auslese der Schwachen und Förderung der Starken. Einige Arten, wie die Schaufelfußkröte, fressen ihre Artgenossen als Reaktion auf Umweltbedingungen. Doch Kannibalismus ist für sie nicht der letzte Ausweg vor dem Verhungern. Vielmehr ist es ein Weg, um schneller aus einem Stadium herauszuwachsen, in dem sie besonders anfällig für Fressfeinde oder Umweltgefahren sind. Andere Arten, darunter viele Fische, fressen einander wahllos während der Nahrungssuche. Fische bekommen viel Nachwuchs und die Eltern können ihre Kinder genauso gut voneinander unterscheiden, wie wir Menschen eine Handvoll Rosinen. Fischeier, Larven und Jungfische sind leicht verfügbar und nahrhaft. Und da tausende Eier gelegt werden, schlüpfen auch nach der Mahlzeit noch genügend Fische. Jungfische sind nicht nur erwachsenen Fischen ausgeliefert, auch Geschwister haben sie zum Fressen gern. Sandtigerhaie schlüpfen im Mutterleib zu unterschiedlichen Zeiten. Wenn der Dotter aus ihren eigenen Eiern aufgebraucht ist, fressen sie die anderen Eier und Jungtiere, bis ein Babyhai pro Eileiter übrig bleibt. Bei der Geburt sind die jungen Haie gut genährte, erfahrene Raubtiere und haben eine größere Überlebenschance. Auch wenn es nicht um Nahrung geht, ist der Kannibalismus für Jungtiere eine besonders große Gefahr. Hamster, Ratten und andere Nagetiermütter fressen ihre Jungen, wenn sie krank oder tot sind, beziehungsweise wenn sie zu viele von ihnen füttern müssen. Bei anderen Säugetieren wie Bären und Löwen töten Männchen die Jungen ihrer Rivalen. Denn ohne Jungtiere sind Weibchen schneller paarungsbereit, als wenn sie sich um Nachwuchs kümmern. Und statt das nahrhafte Fleisch zu verschwenden, fressen die Männchen die toten Jungen. Bei Vögeln ist Kannibalismus weniger verbreitet. Zwar fressen einige Arten ihre kranken oder toten Küken, allerdings nur, damit durch die Kadaver keine Maden angelockt werden. Bei erwachsenen Tieren werden Männchen häufiger als Weibchen gefressen. Gewöhnlich während der Paarung und weil sie kleiner sind. Männliche australische Rotrückenspinnen paaren sich mit viel größeren Weibchen. Statt nach der Begattung wegzukrabbeln, macht das Männchen einen Salto und berührt mit seinem Hinterleib die Mundwerkzeuge der Partnerin. Das Weibchen benetzt den Hinterleib mit enzymreichem Darmsekret und frisst ihn dann. Überlebende Männchen kriechen oft halbgefressen zurück ins Getümmel und paaren sich erneut, um dann als Spinnenfutter im Netz zu enden. Das Männchen liefert dem Weibchen also nicht nur sein Sperma, sondern auch eine nahrhafte Mahlzeit. Damit sorgt es dafür, dass sie seine Gene weitervererbt. Alles in allem ist klar, Kannibalismus gehört genauso zum Tierreich wie andere, besser erforschte Verhaltensweisen. Wenn wir das Thema Kannibalismus in der Natur näher betrachten, sollten wir uns fragen, was wir sonst noch alles übersehen, wenn wir die Natur nach menschlichen Maßstäben beurteilen. Bist du wissbegierig? Abonniere unseren Kanal. Bleib neugierig, bleib informiert.